So, jetzt abschließend wollen wir jetzt diese Wahrscheinlichkeiten, die wir vorhin auf der Webseite gefunden haben, tatsächlich berücksichtigen und wollen gucken, ob diese Berücksichtigung tatsächlich überhaupt einen Einfluss hat auf unser Ergebnis. Um das Ganze nicht komplett in die Länge zu ziehen, werde ich jetzt einfach ein vorbereitetes Programm nehmen. Wie gesagt, ich werde Ihnen das hinterher zur Verfügung stellen und werde das jetzt nur mal einmal kurz darstellen, was wir da gemacht haben. Zunächst mal, ich hatte vorhin schon das Ganze, dieses p-Monat, diese Wahrscheinlichkeiten, dass in einem Monat ein Kind geboren wird, schon auf 100 normiert. Wir wollen jetzt mit echten Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Also wir müssen noch mal durch 100 teilen, damit in der Summe auch 1 rauskommt. Und ja, jetzt hier vorne tue ich genau das. Ja? Also es kommt jetzt 1 raus. Wir haben jetzt im p-Monat wirklich echte Wahrscheinlichkeiten stehen, so wie man das kennt. Außerdem möchte ich mir eine Monatsliste generieren, das heißt einfach nur einen Vektor mit den Zahlen von 0 bis 11, soll stehen für Januar bis Dezember. Und dafür gibt es eine einfache Python-Funktion, A-Range, listet alles auf von 0 bis 12 minus 1 in dem Fall. Das heißt, wir bekommen raus eine Monatsliste mit den Einträgen der Monate von 0 bis 12, 0 bis 11. Okay, dann, wir machen es jetzt bei der Generierung der Geburtstage auch ein bisschen anders als vorhin. Wir fangen an mit einem leeren Vektor. Das heißt also, wir erzeugen wieder einen Vektor der Länge n, aber diesmal sind die Einträge nicht zufällig, sondern wir schreiben überall eine 0 rein, die entsprechende Funktion n Zeros. Und dann für jeden einzelnen Eintrag überlegen wir uns zunächst mal einen Monat. Die Wahrscheinlichkeiten kennen wir ja tatsächlich. Und tatsächlich gibt es eine wunderbare Python-Funktion Choice, die genau das macht, nämlich aus einer Liste von Monaten in unserem Fall einen zufälligen Monat auszuwählen und dabei eine vorgegebene Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen. Dass es die gibt, wusste ich bis jetzt auch nicht. Ich habe halt in die Anleitung geguckt und das ist das, was ich Ihnen Essen eben ist auch fertig. empfehlen Bitte in die würde. Küche kommen. Und ja. Das habe ich jetzt hier genutzt, macht das Ganze unglaublich einfach. Das heißt also, für jede Person erzeugen wir uns zunächst mal einen zufälligen Monat. Dann in jedem Monat erzeugen wir uns einen zufälligen Tag für den zugehörigen Geburtstag. Und ja, das drucken wir uns zunächst mal aus. Ja, das heißt, ich mache das hier mal. Ja, das heißt, ich gebe mir hier mal den Monat und den Tag aus. Also die generierten Monate und Tage. Und ich gebe auch mal aus, was ich da unten noch berechnet habe, nämlich 100 mal Monat plus Tag berechne ich für jedes, berechne ich für jede einzelne Person. Und was daraus kommt, das schauen wir uns dann direkt an. Ich aktiviere wieder diese Definition. Ich lasse die Definition laufen, diese Funktion laufen. Und Sie sehen, naja, also zunächst mal 8, 18. Denken Sie, wir fangen bei 0 an zu nummerieren. 8 ist der September, das heißt, der erste Geburtstag wäre der 18. September. Das zweite wäre der 25. August. Das dritte wäre der 1. März. Wir wollen die nachher einfach vergleichen können, um sagen zu können, haben zwei jetzt am selben Tag Geburtstag oder nicht. Das heißt, ich mache einfach eine Zahl draus, indem ich dann den Monat mit 100 multipliziere und dann den Tag drauf addiere. Und naja, wenn ich das nur schon so genau das habe ich da oben gemacht, dann haben wir halt die Zahlen 8, 18, 725, 201, kann ich das obere sofort wieder draus entnehmen. Das heißt, zwei Leute bekommen dieselbe Zahl, genau dann, wenn sie auch am selben Tag Geburtstag haben. Okay, sind wir eigentlich fertig. Ja? Wir haben eine Liste von Zahlen und genau, wenn zwei Zahlen, zwei aufeinanderfolgende Zahlen, ja, nachdem wir das sortiert haben, gleich sind, genau dann haben auch wirklich zwei Leute am gleichen Tag Geburtstag. Okay, das wollen wir natürlich jetzt wieder 100 Mal laufen lassen. Das heißt, ich mache diesen Geburtstagsteil hier vorne mal raus. Entschuldigung, dieses Print raus. Weil wenn ich das jetzt drin lassen würde, ich möchte das jetzt mit vielen Leuten laufen lassen und dann wird mir das den ganzen Bildschirm vollmüllen. So, ich aktiviere diese Definition wieder und ich lasse auch das hier nochmal laufen. Also das Experiment gibt uns halt jetzt wieder, upsala, da habe ich mich gerade irgendwo verschrieben. TA.
Achso, mal Tag, Entschuldigung, da habe ich ein bisschen was zu viel weggemacht. Gut, das lassen wir mal laufen. Ja, Sie sollen ruhig sehen, dass ich das hier auch nicht korrekt mache. Ja, gleichzeitig von 3 bedeutet in dem Fall wieder, es haben auch mit dieser neuen Verteilung keine 2 Leute am gleichen Tag Geburtstag gehabt. Okay, gut, jetzt führen wir das Experiment n-mal durch, aber bitte erstmal ein bisschen langsam. Das heißt, also wir führen es 1000-mal durch und schauen uns mal an, was da rauskommt. Ja, also Experiment 1000-mal durchgeführt, dieser neuen Verteilung 0,733. Ne? Vielleicht ist es doch ein bisschen höher geworden. Das wäre ja das, was wir erwarten, wenn die Verteilung nicht so ganz gleich ist, dass es das, dann das Ganze ein bisschen wahrscheinlicher ist, dass tatsächlich 2 Leute am gleichen Tag Geburtstag haben. Also, ja, aber jetzt haben wir 0,692. Also, ja, also wahrscheinlich ist es doch so, dass das einen allzu großen Einfluss hat und dass die Modellierung, die Herr Meiser gemacht hat, indem er gesagt hat, wir nehmen einfach an, jeden Tag werden die gleiche Anzahl von Kindern geboren, dass das gar nicht so falsch war. Ja, aber das können wir natürlich jetzt noch gar nicht feststellen, denn die Zahl von 1000 ist natürlich viel zu klein. Ich lasse das hier mal 10.000 laufen und hoffe, dass wir ein bisschen näher an den echten Wert dann kommen. Und nur zur Erinnerung, ich glaube, vorhin haben wir sowas in der Größenordnung von 0,706. Ja, den 0,7063. Ja. Und naja, jetzt haben wir hier 0,702. Das ist sogar noch ein bisschen weniger. Ja, also wahrscheinlich ist der Einfluss eben doch sehr begrenzt. Ich lasse das jetzt hier mal für n gleich 100.000 durchlaufen. Das dauert mir jetzt zu lange. Ich werde das jetzt für einen Augenblick unterbrechen und werde mich gleich wieder melden, wenn das Ergebnis da ist. So, ich habe das jetzt mehrmals durchlaufen lassen und so ein typisches Ergebnis habe ich jetzt hier mal stehen lassen. Ja, es stellt sich heraus, wie erwartet ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass 2 Leute am gleichen Tag Geburtstag haben, durch diese ungleichmäßigen Verteilungen größer geworden, aber so minimal größer, dass man sagen muss, diese anfängliche Modellierung, haben alle am gleichen Tag Geburtstag, hat im Grunde genau dasselbe Ergebnis geliefert. Ich bekam hier so typischerweise sowas raus wie 7,08, 7,09 und beim letzten Mal hatten wir als korrekt bei dieser Gleichwahrscheinlichkeit hatten wir tatsächlich rausbekommen 0,706. Das liegt mehr oder weniger im Bereich der Genauigkeit unseres Experiments. Ja, das könnte man jetzt mit entsprechenden Eigenschaften der Statistik auch noch nachrechnen. Ja, das heißt, das Ergebnis, das vielleicht ein bisschen frustrierende Ergebnis am Ende ist, wir haben jetzt diese Originalwahrscheinlichkeiten berücksichtigt und leider sind wir nicht sehr viel besser geworden. Ja, der Unterschied ist relativ gering. Und das heißt aber eben auch, dass das, was alle tun, nämlich einfach anzunehmen, alle Leute haben am selben Tag Geburtstag, haben mit der gleichen Wahrscheinlichkeit an einem bestimmten Tag Geburtstag, tatsächlich gar nicht so falsch ist. Okay, ist ja auch was.